Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Metroid Fusion. Beim letzten Mal sind wir erfolgreich aus Sektor 6 geflohen, sind dem SAX begegnet, wie es ein paar Metroids da bekämpft hat, und der Computer hat uns ausgemeckert, weil wir doch alles kacke machen und weil wir nicht auf die Anweisungen hören, bla bla bla. Das übliche halt, wir sind ja die ganz Bösen, ne? Und jetzt haben wir den Auftrag erhalten, zu unserem Schiff zurückzukehren, und das machen wir auch gleich mal. Also hier ist jetzt auch eine Sprechstation, die brauchen wir gar nicht. Wir springen hier einfach mal hoch. Links ist doch bestimmt irgendwie ein Gang, wie man da hochkommt. Frage ist halt nur, wie. Schieß mal dagegen, danke. Aha, siehe da, da ist ein Gang frei geworden. Da gehen wir jetzt auch mal direkt hindurch. Diese Tür können wir jetzt ganz einfach öffnen. Weil wir haben jetzt so einen Beam, der geht durch Wände hindurch. War nicht, dass es jetzt der falsche Weg war. Wir gehen hier erstmal lang. Okay, hier kommen wir noch nicht lang. Interessant. Hier kommen wir da halt noch nicht lang. Erst später. So. Das war trotzdem da hoch. So, nun geht es hier doch sicherlich auch hoch, ne? Ich höre schon, da habe ich gegen irgendwas gegengeschossen. Das Immun ist gegen meinen Beam. Aha. Eine normale Bombe hätte es vielleicht auch getan. So. Und siehe da, hier sind wieder diese Spucker. Weil die spucken nur nach unten, nicht nach oben. Das ist hier schon mal etwas. Mal sehen, ob ich jemand eine Superbombe töten kann. Okay, kann ich nicht. Aber ich komme hier noch nicht durch. Ich muss sie wahrscheinlich töten. Aha. Kommt dann hier so ein goldener Weltraumpirat, den ich so nicht töten kann. Der ist immun gegen Beam, der ist immun gegen, wie heißt es? Oh Gott, Rakete? Wie soll ich den denn dann töten? Hallo? Das ist nicht gut. Wir gehen jetzt einfach wieder raus. Wir können ihn nicht töten. Gut. Wie kommen wir dann jetzt weiter? Okay. Da habe ich an einer blöden Stelle gespeichert, aber das ließ sich jetzt mal nicht vermeiden. Und wir müssen jetzt mal gucken, wo wir hier weiterkommen. Weil da an den goldenen Typen komme ich jetzt definitiv nicht vorbei. Also mir fällt jetzt keine Taktik ein, wie wir das machen können. Von daher gucken wir noch auf die Karte. Wir müssen da vorbei. Also an dem einen Raum hier, da kommen wir erst rein oder runter, wenn wir da eine besondere Fähigkeit haben. Das ist so eine Attacke, die wir benutzen können, wenn wir springen. Ne? Und da müssen wir quasi hier springen und dann fallen wir hier runter. Toll. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie wir hier weiterkommen. Schon wieder eine kleine Sackgasse im Spiel. Irgendwo weiter? Nein. Ja, stimmt, wir hatten ja auch vorhin eine Superbombe gelegt, um das hier frei zu nimmsen. Das hätte mich ja jetzt auch kommen lassen, da jetzt auch mal was noch zusätzlich frei geworden wäre. Gut. Fangen wir hier nochmal ab. Gehen wir durch. Machen das mal kaputt. Ob wir hier sonst noch irgendwelche Bomben legen können. Das würde gar keinen Sinn ergeben, weil wir hatten eine Superbombe gelegt und da wurde nichts frei hier. Muss ich vielleicht mit einem Beam hier nach unten schießen und dann jeden von denen einzeln einsammeln? Das würde Sinn ergeben. Was macht ihr da? Das gefällt mir nicht. So, den noch töten. Okay, jetzt bitte auf. Auf.
möchte, dass du aufgehst. Oh. Okay. Dann müssen wir wohl doch tatsächlich gegen den Goldenen kämpfen. Die Frage ist nur, wie. Eine Superbombe geht nicht. Eine aufgeladene Raketenattacke. Zwei? Wollt ihr mich verarschen? WTF, Leute, WTF, ehrlich. Nein, ich wollte doch gar keine große Bombe legen. Ich wollte eigentlich nur eine kleine. Aber nein, ich will jetzt mal einen aufgeladenen Schuss versuchen hier gegen den. So nicht, nee. Dann halt nochmal. Die drei hier kaputt hauen. So geht das nicht. So geht das echt nicht. Nochmal kaputt schießen hier. Er hat schon wieder viel zu wenig Leben. Ja, dich will ich jetzt nicht, dass du dich wiederbelebst hier zu so einem goldenen Vieh. Also bitte geh, danke. So, Bombe legen. Ich sagte Bombe legen. Geht doch. Okay. Okay, 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 okay. Das ist. Jetzt macht er sich nicht so einem goldenen Vieh. Ich glaube, es hat. Ein aufgeladener Raketenschuss geht auch nicht, okay. Oh, meine Fresse. Das kann's doch nicht sein. Machen wir aber hier. Geht gut. So. Jetzt wollte ich die fast zusammenfügen und dann wollen sie nicht. Meine Güte. Gut. Geht's hier noch woanders lang? Nein. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal Schluss, weil ich weiß gerade echt nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich diese Tür aufkriege. Ich vermute ja, wir müssen dazu einen von diesen goldenen Viechern töten. Aber die Frage ist wie. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Oder nee, ich versuche noch eine Sache. Eine Sache versuche ich. Aber nicht so. Und zwar mit Speed da irgendwo durchlaufen. Und zwar hier von links nach rechts. So auch nicht, okay. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich gucke mir kurz einen Guide an und wir sehen uns dann gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe mir kurz einen Guide angeguckt und da steht drin, wir sollen die mit einem Charge Beam erledigen. Und dann geht die Tür auf. Aber ich hab's doch probiert. Es geht nicht mit dem Charge-Spiel. Dann laden wir mal so einen Schuss auf. Weichen hier aus. Es geht nicht. WTF. Ah, von hinten. Von hinten. Von hinten müssen wir ihn attackieren. Okay.
Aber nicht so. Nein, auch nicht so. Einmal. Und los nochmal. Nein, nicht so. So. Jetzt haben wir ihn aber. Jetzt möchte ich bitte durch die Tür. Ja, es geht sogar. Wow. Oh mein Gott. Wer denkt sich so und kann Scheiß aus? Vor allem mit so wenig Leben. Wir gehen jetzt einmal hier nach oben in den Raum. Gucken mal, was uns da erwartet. Ein Speicherpunkt, okay. Ja, wir speichern sich. Jetzt haben wir nach diesem schweren Kampf. Das ist ja schlimmer als jeder Bosskampf. Ja, fast. So, dann gehen wir jetzt hier einfach mal nach unten. Links, rechts, links, rechts. Wir gucken gerade. Rechts ist gut, dann gehen wir rechts zuerst. Ja, jetzt haben wir hier oben noch ein paar Deppen, die sich aber nicht vereinen zum goldenen Vieh. Oder doch? Nein, das machen wir jetzt nicht. Gehen wir hier einfach nach rechts. Ja, links. Oh mein Gott! Ich will ständig rechts sagen und dann kriegen die Leute noch so den Eindruck, ich wäre rechtsradikal oder sowas, ja? Meine Güte. Oh oh. So. Jetzt bin ich aber einigermaßen ein bisschen vollgeheilt. Halb vollgeheilt. Und. Toll. Warum er? Warum muss ich jetzt gegen diesen scheiß verdammten Boss kämpfen? Warum jetzt? Aber wenigstens muss ich da nicht irgendeinen Punkt treffen, sondern einfach nur ausweichen und immer drauf, da immer drauf, da immer drauf, da drauf, 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 drauf. Und den Schwanz ausweichen, ja. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Nein. Oh Mann, wir haben hier nicht mal in die zweite Phase geklappt und ich bin hier schon wieder halb tot. Toll. Ganz toll. Ganz toll. Ja, das wird so nix. Mal gut, dass wir vorab gespeichert haben und ich dämlich gespeichert habe. Ah, ja. Gut. Dann müssen wir jetzt gucken, wo wir das Leben herbekommen. Meine Vermutung ist, wir müssen diesen Raum hier abgrinden. Wir müssen tatsächlich gegen das goldene Vieh kämpfen, damit es sich zu so einem Dings macht und dann, genau. Und der gibt ja vier ganze Dinger. Allerdings muss man auch hier bedenken, dass man hier enorm viel Leben dabei verliert, allein den zu bekämpfen. Das kann es doch nicht sein. Ist hier vielleicht noch irgendwo was versteckt? Auch nicht. Hm. Dabei sieht das so nach einem Raum aus, wo irgendwas versteckt ist. Ah. Nee, da gehen wir noch nicht lang. Hier nach rechts und wir müssen leider den ganzen Raum abfahren. Tut mir leid. Ah, sonst bekomme ich nicht genug Leben, um das zu überleben. Hier nochmal eine Bombe hin. Kann sein, dass der Wirkungsbereich nicht ganz so weit gereicht hat, aber nein. Okay. Ich will den Raum nicht abfahren. Ich habe Besseres zu tun. Oh Mann, müssen wir uns tatsächlich so den Gegnern stellen? Oh Mann. Ich werde sterben. Hallo, Auge. Hallo, Brauner Käfer.
Auge. Ja, super, super, ganz toll. Noch weniger Leben. Ja, noch mal in die Säure gesprungen, super. Wir legen jetzt mal eine Bombe. Ich dachte, da oben ist irgendwas zum Ranhangeln, dass es dann hier irgendwas gibt, wo man dann, na sag schon, an ein Geheimversteck kommt oder sowas. Oh nein. Gut. Dann machen wir jetzt hier. Suchen wir uns nochmal gegen den. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder voll geheilt. Ich muss versuchen, ihn auszuweichen. Und nebenbei auch noch draufklicken. Aua, aua, aua. Nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Feuerbällen ausweichen. Sehr schön. Nochmal. Das war schlecht. Das war auch schlecht. Na gut, dass wir einen Safe State haben. Dann können wir nahezu in Perfektion spielen. Auch nur fast. Na, geh weg. Nein, nicht so. Nein. Dann müssen wir jetzt über den hinwegspringen. Aber doch nicht so. Nein, ich verliere viel zu viel Leben und speichere in falschen Momenten. Nein. Ja. Nein, ja, nein. Das muss ich immer treffen, das muss immer. Ich bin so ein Kacknoob, ja, also aber sowas von. Nein, 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 nein. Ich will nicht von Schwarz getroffen werden. Nicht von den Flammen. Es sieht so einfach aus, ne? Einfach von links nach rechts laufen und drauf schießen. Und dabei... Oh, falsche Taste. Ich wollte speichern und hab geladen. Na super. Oh mein. Ja, jetzt hat er mich toll. Da muss ich laden. Sonst ist er ziemlich bald hinüber mit mir. Ja, toll. Da konnte ich nicht ausweichen. Es muss doch hier ein Ausweichen geben. Ja, da muss ich dann rechtzeitig rüberfliegen. Aber nicht so. Ja, Morphball. Nicht so. Aber nicht so. Nein. Nein. Ja, so geht das. Oh Mann. Das ist ein schon schwerer Gegner. Das muss man schon mal sagen. Da springe ich einfach mal drüber hinweg. Aber so, nein. Nein. Ich möchte bitte in Morphball, danke. Und dann möchte ich da... Nein, nicht in seiner Hand. Nein, auch nicht so. Nein. Nein. Na, okay. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh Mann. Der hat da noch so eine dritte Phase, also quasi eine dritte Farbe. Und so kann ich es auch nicht erreichen, indem ich mich hier ständig treffen lasse. Mein Leben geht immer mehr rapide nach unten. Das ist nicht gut. Nein. Nein. Ja. Nein.
Hat er was gegen meinen Bomber vielleicht? Nein, gut. Haben wir das auch vergessen. Nein. So verliere ich Leben. Nein. Oh Gott. Sorry Leute, aber der Boss ist einfach viel zu schwer, als dass ich den normal legen könnte. Für mich zumindest. Für mich als kleiner Kacken. Nein, ich will nicht von den Clown erwischt werden. Ich will auch nicht von seinem Feuer erwischt werden. Gibt es denn da keine Alternative? Nein, gibt es nicht, außer vielleicht drüber springen. Nein. Nein, nein, ja. Aber nicht so. Nein, so auch nicht. Nein. 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 Verdammte Kack. Meine Fresse. Geht's noch? Es gibt ja auch nichts zum Heilen. Nix! Zum Ausweichen, da muss man ja so der oberste Pro sein, ne? Von allen. Sonst kann man das ja gar nicht. Unmöglich. Unmöglich. Und wenn man bedenkt, dass er dann nochmal die Farbe verändert. Ich versuche das hier mal zu zeigen, indem ich hier einfach nur wild drauf rumbretter. Nee, selbst da noch zu viel Schuss. Das geht so noch nicht. Weil irgendwie müsste ich da zu Anfang an mehr Leben kommen, sonst geht das nicht. Unnormal. Und dann noch seine ganzen Feuerbälle hier. Unmöglich. Also wirklich. Naja, also sorry Leute, da müsste ich dann tatsächlich erstmal Leben sammeln und dann nochmal gegen ihn kämpfen. Aber wir sehen uns dann in den nächsten Part, wo ich dann volles Leben habe, indem ich da den Raum tatsächlich abgegrindet habe. Und wir sehen uns dann im nächsten Part quasi vor der Boss-Tür, wo wir uns dann nochmal dem Raitley, dem Meta-Raitley oder der Raitley, ich weiß nicht, wie seine genaue Bezeichnung ist, stellen werden und hoffentlich auch das Handwerk legen werden. Also, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich werde auch sehr viel Spaß haben, Leben zu farmen. Ja, unglaublich viel Spaß. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch natürlich auch noch viel Spaß. Und ja, muss mich jetzt immer holen und wir sehen uns.